Ja, ich sag ja, gerade bei den Wimmelblitz-Spielen kann man sich alles in Ruhe angucken. Und das gefällt mir so sehr. Na, ja, gehen wir erstmal hier rein, bevor wir nach draußen gehen. Die Eule starrt mich durch das Fenster an. Und sie ist direkt auch weggeflogen. Ne, da kann ich jetzt noch nichts machen. Das Fenster ist vernagelt. Jupp. Leider. Hier ist noch eine Rätselkachel. Oh Gott, wir brauchen 6 insgesamt. Oh Gott, na, da habe ich ja noch was vor. Rosa wurde durch den Fluch in Bernstein eingeschossen. Ich glaube, du brauchst jetzt den Spiegel, oder? Ja. Und... Wow, der Kakadu kann reden, yay. Ja, immerhin, jetzt haben wir schon 3 von 6 Kacheln und dürfen direkt noch ein Wimmelbild machen. Yay! Okay, ein Schmetterling. Ein Schmetterling, der da oben ist. Eine Schachfigur. Da. Eine Fledermaus? Nee. Auch nicht. Ist auf jeden Fall gelb. Da muss ich halt was... Ah, da, okay. Eine Aubergine. Eine Schlange, die habe ich auch schon gerade gesehen. Wo waren die jetzt? Genau da. Eine Eidechse habe ich auch schon gesehen. Ein Schwein habe ich auch schon gesehen. Ein Schädel habe ich schon gesehen. Ein Würfel. Da unten. Eine Maske. Nüsse. Da. Und ein Ei. Na, ja, das ging relativ schnell. Ja, sag ja, es kommt immer drauf an, was wir suchen müssen. Okay, wir haben schon mal die Nüsse. Okay. Ja, ich glaube, jetzt können wir einmal nach draußen gehen schon mal. Blauen Kohl. Okay. Ein Eichhörnchen, oh, was ist? Mein kleiner Freund hat etwas Hunger. Na, dann gebe ich ihm mal die Nüsse. Und bekommt dafür die Kachel. Vielen Dank. So, jetzt weiß ich nicht, was muss ich denn jetzt tun? Weidenrinde, okay. Und eine Rätselkachel. Jetzt fehlt uns nur noch eine. Und da brauchen wir die Kachel, ne? Ja. Also können wir da jetzt erstmal nichts machen. Ja, in diesem Bach fließt klares Wasser. Das sehen wir alle, ne? Den Eimer, den kann ich jetzt nicht mitnehmen, obwohl der so verlockend aussieht. Nö, dann können wir hier erstmal nichts mehr machen. Da können wir auch nichts mehr machen. Hm, habe ich jetzt irgendwas übersehen? Ja, Blumen, toll. Ja, der bedankt sich jetzt auch nur noch. Hä, habe ich jetzt hier irgendwas übersehen? Eigenartig. Das Kindermädchen trug mir auf, irgendwie durch das magische Portal zu gelangen. Ja, irgendwie ist gut. Irgendwie ist gut, auf jeden Fall. Warum? Hä? Tja. Kann ich jetzt hier irgendwie was machen? Ach, da. Okay. Und eine gelbe Seerose. Okay, gut. Na, das sieht mir in einem Rätsel aus. Ja, dachte ich mir. Finde einen Pfad vom Bild des Portals bis zum Bild des Schlosses. Klicke auf Kacheln, um den Pfad in der Richtung der gelben Pfeile freizulegen. Manche Kacheln blockieren den Weg. Okay, gut. Dann versuche ich mal mein Glück. Ich gehe mal lieber nach links. Ja, sieht vernünftig aus. Dann entscheide ich mich mal für den unteren Weg. Und jetzt zu dem oberen. Jawohl, und da müsste es auch schon sein. Jawohl. Sehr schön. Ui.
Das ist schon ein bisschen unheimlich, finde ich. Oh Gott. Da war die böse Hexe. Die Eule hat dafür gesorgt, dass das Portal nicht benutzt wird. Vielen Dank, Eule. Und da hat man schon das Schloss gesehen im Portal. Und das sehen wir es jetzt. This is it, Princess. This is your family's castle. There is a narrow pass along the coast that leads to a secret entrance into the castle grounds that will allow you to enter without being seen. I wish I could come with you, my dear. But I'm afraid this is a journey you must take alone. Good luck. Our kingdom depends on you. Ja, das ist typisch, dass ich das immer alleine bewältigen muss. Toll. Okay. Die Eule weist mir den Weg. Ist leider so. Hinter diesem Dorngebüsch ist etwas verborgen. Aha. Ein Fledermaus-Emblem. Ein Drachenhorn. Ein von drei. Ist da irgendwie was? Oh ja, dieses Tor ist verrostet und lässt sich nach all den Jahren nicht mehr öffnen. Ich muss einen anderen Weg ins Schloss finden. Ach so. Eine gelbe Seerose. Sieht eher aus wie eine Sonne, aber okay, gut. Und ein Hammer. Und jetzt heißt es goldene Sonne, lol. Okay. Seltsamerweise wurde die Drachenstatue am Schlosstor vom Bernsteinfluch heimgesucht. Die böse Königin dachte wohl, dass diese Statue ihren Feinden dienen würde, sonst hätte sie sie nicht verflucht. Ich muss die Hörner finden, um den Bann zu brechen. Ah ja, ah, dafür die Hörner. Die drei Hörner. Okay, gut zu wissen. Ansonsten kann ich jetzt hier erstmal nichts machen. Nee, also ich lasse mir Zeit und gucke mich in Ruhe um. Das ist besser. Und da ist wieder die Eule. Die Eule möchte, dass ich hier entlang gehe. Eins nach dem anderen. Eins nach dem anderen. Dieses Fass wurde von den Wellen an Land gespült. Und ich hab... Ja, ich hab hier den Hammer. Ein Keil. Okay. Sonst noch irgendwas hier? Ja. Eine Bürste. Und ein Stern. Eine Machete. Das Kästchen steckt im Sand fest. Ich muss es herausbekommen. Ach, da brauche ich eine Schaufel oder sowas ähnliches. Okay, machen wir erstmal das Wimmelbild. Ein Spielzeugboot. Oh Gott, das ist aber alles durcheinander. Ein Spielzeugboot. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ach, hier, okay. Schon wieder ein Kerzenhalter. Och nö. Bist du das? Ja, gut. Ein Handschuh. Ein Handschuh. Gucken, gucken, gucken. Ah, wir können die Leine hier auch verschieben. Gut. Aber ich sehe jetzt hier nirgendwo einen Handschuh. Ach doch, da. Okay, gut. Ich habe nichts gesagt. Ein Propeller. Oh Gott, oh Gott. Ein Propeller, der irgendwo ist. Da. Eine Trommel. Die habe ich gerade gesehen. Da, genau. Ein, schon wieder ein Schädel. Ernsthaft. Ihr habt's aber mit euren Schädeln. Schädel. Da. Ah. Eingezeichnet. Toll. Ein Gürtel. Oh Gott. Ein Gürtel, Gürtel, Gürtel. Ganz genau hingucken. Ganz genau hingucken. Aber momentan sehe ich keinen Gürtel. Nö. Nicht wirklich. Oder hier oben irgendwo. Nee. Nee, ich sehe hier keinen Gürtel. Oder soll das ein Gürtel darstellen? Nee. Nö, dann weiß ich erstmal nicht. Ein Spaten. Ein Spaten. Ist auch so eine
Sache sehe ich hier auch erstmal nirgendwo. Nee. Keine Ahnung. Eine Krone. Eine Krone. Würde mich ja nicht wundern, wenn die hier irgendwo eingezeichnet ist. Ja, da ist schon mal die Karte. Ah, was fehlt mir denn noch? Eine Blume, eine Karte und ein Horn. Ja, die Karte kann ich schon mal nehmen. Ein Horn, das habe ich da auch hier auch schon irgendwo gerade gesehen. Ach, da ist der Gürtel. Ich sag ja, erstmal beim richtigen Durchblick kann man das besser sehen. Ein Horn. Und eine Blume. Also hier hinter wird wohl nichts mehr sein. Kann ich das auch wieder so machen? Nee. Irgendwie finde ich gar nichts mehr. Auch gut. Ach, da ist die Blume eingezeichnet. Na toll. Wo ist denn das Horn? Ach, da. So, eine Krone und ein Spaten. Tja. Würde mich echt nicht wundern, wenn zumindest die Krone noch eingezeichnet wäre. Aber ich sehe hier nichts Eingezeichnetes mehr irgendwie. Also hier, klar, so eine Pfote oder hier der Hummer, der ist eingezeichnet oder hier das Auge, aber ansonsten keine Krone oder sowas ähnliches. Und ein Spaten. Keine Ahnung. Ja, und hier oben. Ach, da oben ist der Spaten. Ups. Habe ich jetzt gar nicht richtig gesehen. Ja, und jetzt noch eine Krone. Tja. Gute Frage. Nächste Frage. Da, eingezeichnet. Oh, das ist fies. Ah ja, und haben den Spaten bzw. die Schaufel bekommen. Und da brauchen wir das Fledermaus-Emblem. Ah ja, die Bernsteinkugel. Und ein weiterer Stern. Boah, von 5. Hallo. Übertreib halt. Ah ja, da brauchen wir den Keil. Und bestimmt dann auch den Hammer. Jo. Bums. Und der Weg ist frei. Wieder ein weiterer Stern. Und das zweite Drachenhorn. Ah ja, da brauchen wir die Machete, ne? Ja. Und da brauchen wir bestimmt die Bernsteinkugel. Jupp. Oh. Oh, oh, oh. You. Are you the princess? Ja. Yes, you must be. You look just like the queen. Please, princess, I've been trapped here for many years. I cannot escape without a magic potion. Can you please make one for me? Na klar. Oh, sie gibt uns was. Also das Rezept wahrscheinlich, ne? Ja. Was brauchen wir denn da alles? Elkrut. Blauer Kohlkopf. Blumen des... Was? Des Bauschk. Trauerweidenrinde. Feuerdornbeeren. Gelbe Seerosenblätter und Tropfen. Salamander. Aha, okay. Also... Und please, noch ein paar take this chalice to prepare the potion in. Once I am free, you should be able to move past here. Okay. Ein magischer Kelch. Alles klar. Ich muss die junge Fee befreien. Ich könnte den Trank im Kamin des Kindermädchens brauen. Okay, ja, dann machen wir das jetzt auch